Plätzchen pflanzen, Apfelbäumen. Ich freue mich über die Nacht der Nachhaltigkeit heute. Das Besondere ist, in München gibt es sehr viel Forschung zur Nachhaltigkeit, aber sehr vereinzelt. Es wird nirgendwo gebildet, wird deshalb nach außen hin zu wenig sichtbar. Deshalb die Initiative, die Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen hier zusammenzufügen. Ich werde Ihnen keine Bilder zeigen, obwohl ich das könnte. Ich werde anhand von wenigen Skizzen das beibringen, was traditionelle Verkehrsplaner bis heute nicht verstanden haben. Also steigt die Mobilität am meisten, wenn die Leute Autos kaufen und wir bauen nur Radwege. Dieser Widerspruch fiel mir dann auf. Das heißt, an jedem Weg hängt ein Zweck. Nämlich der Zweck am Ziel, das zu finden, was ich zu Hause nicht habe. Das heißt, jede Autofahrt frisst einen Radweg, Fußweg oder einen Weg mit dem öffentlichen Verkehr. Es gibt kein Wachstum der Mobilität, die Mobilität ist eine Konstante. Und was ich machen möchte jetzt, ist eine Gegenfantasie entwerfen, die dann leider nicht elektrisch sein kann. Die Frage ist dann, warum wird das dann nicht klappen? Es hat zu tun mit einer Auswechslung von Technologie und Kultur zwischen den zwei Alternativen, zwischen das Elektrofahrzeug und das Benzinfahrzeug. Es gibt viele Gründe, warum dann endlich dieser Benzinfahrzeug gewonnen hat. Das hat zu tun mit Männerfantasien, Gewalt, Geschwindigkeit und das Elektrofahrzeug hat da nicht so schön hineingepasst. Ist Radverkehr überhaupt nachhaltig? Also ich muss gestehen, meine Antwort ist nicht unbedingt. Radverkehr an sich als individuelle Aktivität trägt nichts zur Nachhaltigkeit bei. Es schadet auch nicht besonders. Radverkehr ist nicht nachhaltig, wenn es Ressourcen vom Fußverkehr nimmt, vor allem den Platz. Warum Radverkehr ist aber doch nachhaltig? Weil Radverkehr, wenn er gut und systematisch geplant ist, kann Autofahrten ersetzen. Und ihr müsst ja bis heute schon wissen, das Auto ist der größte Feind der Nachhaltigkeit. Es ist eine kulturell aufgeladene Frage, wie lässt sich das Wertesystem für eine neue, eine nachhaltige Mobilität ändern? Also ich glaube, der Mensch von seiner Natur ist nicht ein Autofahrer. Der Mensch von seiner Natur ist, geht zu Fuß. Ich denke, ohne Zwang geht es nicht. Es wäre ein Irrtum zu glauben, wir leben in einer zwanglosen Gesellschaft. Wir üben mit dem Auto einen brutalen Zwang gegen die Kinder, gegen die Alten, gegen alles, was nicht im Auto sitzt, aus. Wir haben alle Parkplätze von den Höfen entfernt. Das hat das Verhalten der lieben Kollegen und der Beschäftigten der Theorie grundlegend verändert. Weil auch die Professoren zu Hause verstehen, es ist nicht sinnvoll, ins Auto einzusteigen, weil am Ende kein Parkplatz mehr existiert. Ich habe sehr stark beobachtet, was es für Leute bedeutet, die keine öffentliche Infrastruktur haben, wenn sie kein Auto haben. Wenn sie sich die Situation älterer Menschen angucken, von Menschen mit Gehbehinderungen, von Eltern mit vielen Kleinkindern, wenn sehr viel transportiert werden muss, wenn kranke Verwandte im Spiel sind, wenn man Berge hoch muss, wenn man bei schlechtem Wetter Berge hoch muss. Die Leute tun alles, damit sie ein Auto bekommen. Rund um Globus ist das Auto die finale Befreiung des Menschen von der Mühsal des Lebens. Überall da, wo es gar nichts anderes gibt. Ja, als Amateurmusiker möchte ich gerne einen kleinen Beitrag dazu leisten, um diese Demo heute ein bisschen unterhaltsam zu gestalten. Bestehen aus einem extrudierten Polystyrolkern. Das ist hochgiftig, krebserregend und erbgutschädigend. Meine Motivation war,
auf diesen einfach zu verzichten und wieder auf Holz zu kommen. Ich entschied mich jetzt bei diesem Modell für einen Massivholzkern aus Polonia. Das ist ein sehr leichtes und trotzdem ziemlich stabiles Holz aus China. Es wiegt nicht mal 2 Kilo und man kann es quasi in jedem Rucksack oder in jeder Handtasche einfach mitnehmen. Ich würde das Ganze jetzt einfach unter dem Rahmen minimalistisches Mobilitätskonzept laufen lassen. Dankeschön. Wer kennt das nicht? Man geht an den Kühlschrank heran, macht die Tür auf, nimmt sich die Frischkäsedose heraus, schaut rein, freut sich schon auf seine Semmel, die man gleich beschmieren möchte, schaut rein, verschimmelt. Was macht man? Man schmeißt das Ding weg. Was wir uns jetzt hier gedacht haben, ist, dass wir es schaffen, diese Lebensmittel nicht verderben zu lassen, sondern diese Lebensmittel, bevor sie verderben, an Leute, die es wirklich brauchen, die bedürftig sind, weiterzugeben. Wie das genau ganz konkret aussieht, wird uns jetzt die Lena beschreiben. Wir nehmen uns direkt den Arbeitslosen an, die vielleicht noch keine Kinder haben, und werden Pate. Pate steht auch in diesem Wort drin. Und ein Pate ist jemand, der sich für den anderen einsetzt und dem anderen, ja, Verantwortung für den anderen übernimmt. Wir haben uns für dieses Projekt einen wahnsinnig guten Projektpartner gewinnen können. Und zwar ist das Food Sharing. Jetzt ist mir gerade entfallen. Wer kennt Food Sharing? Yes! Genau, sehr gut. Das ist eine Organisation, die lieber teilen möchte, anstatt wegzuschmeißen. Elektroautos ist ein Sonderfall. Die Elektroautos, die wir jetzt haben, haben bekanntlich eine begrenzte Reichweite. Sie werden trotz der Verbesserung der Batterietechnik auch weiterhin eine begrenzte Reichweite gegenüber den konventionellen haben. Und das zwingt dazu, und das ist übrigens aus meiner Sicht auch das Reizvolle an den Elektroautos, zwingt dazu, über Verknüpfung nachzudenken. Also kurzum zusammengefasst, ich halte Elektromobilität nur dann für eine realistische und auch wünschenswerte Zukunftsoption, wenn sie vernetzt ist, wenn sie natürlich regenerativ gespeist ist. Und ich halte es auch für möglich, dass wir in die Richtung stärker gehen, aus der Nische raus, weil es auch einige Treiber gibt, die dafür sprechen, wenn es uns gelingt, die grundsätzlichen Probleme auch im Griff zu kriegen. Vielen Dank. Elektrofahrzeuge machen eigentlich sehr viel Sinn in dem Bereich, wo kurze Strecken gefahren werden, geringere Geschwindigkeiten, alles so im Bereich von 120 Kilometer Reichweite, 120 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und auch wo eher weniger Personen transportiert werden, sprich wo man kleinere Fahrzeuge hat. Ja, und wir haben uns an der TU München jetzt auf das Fahrzeug Mute konzentriert. Das ist der Bereich, den ich so als Hotspot bezeichne. Wir sind in das Kleinstwagensegment gegangen für 2 Personen, haben 2 Gepäckstücke vorgesehen, also relativ ordentlichen Kofferraum, wo sie auch einkaufen gehen können. Die Reichweite ist mindestens 100 Kilometer. Und die Kosten pro Kunde, die sogenannten TCO, Total Cost of Ownership, Vollkosten, sind gleich wie ein heutiger Kleinwagen. Danke, dass ihr euch einlasst auf das Experiment über Gärten zu sprechen, beim Thema Mobilität. Immer wieder findet man die recycelten Einkaufswägen, die dann entweder der Sonne nachgeschoben werden können oder eben auch im Stadtraum bewegt werden können. Die werden dann im Stadtraum stehen gelassen mit diesem Schild, bitte gieß mich, in der Hoffnung, dass die Versandinnen sich auch drum kümmern. Und manchmal passiert das und manchmal auch nicht so gut, aber es ist, und dass die Gärten mit umgezogen werden, dass sie jeweils dorthin gebracht werden können, wo sie auch am nötigsten sind. Da passiert gerade was Neues. Erstens mal formt sich eine urbane Gartenbewegung und zweitens mal findet die eine eigene Sprache und auch eigene Normen und Werte. Mein Name ist Maximilian Schmidt. Ich arbeite bei Bene München. Das ist einer der Veranstalter der Nacht der Nachhaltigkeit. In diesem Rahmen werden wir auch heute demonstrieren. Wir werden zum nächsten Veranstaltungsort in einen Demonstrationszug ziehen und dabei soll es um die europäische Bürgerinitiative Tempo 30 gehen. Was Tempo 30 eigentlich bewirkt, ist, dass der Verkehr besser fließt. Wenn Sie sich überlegen, dass die Abbremsmanöver weniger werden, dadurch, dass sich der Verkehr in den Geschwindigkeiten zusammenschließt. Wir sprechen das Thema Lärm an, es wird leiser in der Stadt werden. Wir sprechen das Thema Emissionen an, es wird weniger Emissionen geben.
Und die Verkehrssicherheit nicht zuletzt wird sich auch erhöhen für alle Verkehrsteilnehmer. Wir atmen frische Luft, wissen, wie der Wind weht. Und unsere Kinder laufen barfuß, sorgen dafür, dass sich die Erde dreht. Wir sind ein bisschen öko, seid ihr auch mal so denn? Wir fahren mit dem Rad, seid ein bisschen öko, lebt doch auch mal so. Wir fahren mit dem Rad. Keine Ahnung. Soll dann etwas wackelt anfassen?